Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Christi Dittmar. Was wäre, wenn Son Goku eine Frau wäre? Shichi hätte dann Pech gehabt oder wäre lesbisch geworden. Oder Shichi wäre in diesem Fall ein Mann gewesen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass dann Krillin und Son Goku zusammengekommen wären. Krillin würde immer versuchen, Son Goku zu beeindrucken, um bei ihr punkten zu können. Natürlich würde der perverse alte Mann namens Muten Roshi das auch machen, was wir natürlich alle wissen. Oder besser gesagt, er würde das machen, was er gerne machen wollen würde, was er natürlich nicht kriegen würde. Das wäre ganz klar. Puff, puff. Bis er dann Son Goku nach seinem Alter fragen würde. Da würde sich Muten Roshi nur fuck denken, sie ist noch zu jung und ich will nicht in den Knast. Ich muss dazu auch sagen, ein weiblicher Son Goku wäre auch schon interessant für die Story. Was zum Beispiel auch sein könnte, wie am Anfang gesagt, dass Shichi ein Mann wäre und Krillin in diesem Falle auch ein Mädchen. Nur Krillin sollte dann keine Glatze haben. Son Goku und Bulma wären dann bestimmt auch gute Freunde geworden. Okay, sie sind es auch so, aber hier wäre es bestimmt noch etwas besser gewesen. Und bei der Badeszene hätte sie Son Goku bestimmt nicht gewaschen, sondern sie hätten zusammen ein Bad genommen. Und jetzt habt ihr alle einen Steifen. Son Goku würde in diesem Fall auch nicht wissen, was ein Mann wäre. Aber für den Verlauf der Story sehe ich nicht so große Änderungen, muss ich sagen. Bis auf Son Gohan, er würde gleich von Anfang an ein Kämpfer sein. Da Shichi hier ein Mann wäre, wäre er nicht so aufs Lernen fixiert. Und wenn Son Goku mit Krillin zusammengekommen wäre, wäre es genau gleich. Mehr Änderungen sehe ich nicht. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!